Herr Tag, ihr Landratten! Ja. Ich dachte, du bist wieder böse. Wolltest du nicht endlich wieder losziehen und brandschatzen und plündern? Seville, stifte nicht schon wieder Leute an. Natürlich, natürlich. Ich werde brandschatzen und plündern wie in den guten alten Tagen. Aber davor muss ich hier noch diesen Schatz bergen. Ohne ihn macht das Ganze wenig Sinn. Was ist das denn für ein Schatz? Das ist sehr geheim. Das kann ich nicht verraten. Ach, Mann, verrat's halt. Hallo, was machst du denn hier? Ich suche einen Schatz. Mein alter Piratenkollege Jack Hummingbird hat mir erzählt, dass er ihn genau hier vergraben hat. Ah. Jack Hummingbird. Der Name kommt mir bekannt vor. Er war ein gefürchteter Pirat. Gefürchtet waren vor allem seine Scherze und Lügen. Leider weilt er nicht mehr unter uns, der Gute. Er hatte alle Kerzen auf einer Torte durch Dynamit ersetzt. Viel zu spät hat er festgestellt, dass es eine eigene Geburtstagstorte war. Ja, das ist ja schlimm. Was ist denn das denn? Ja, wissen wir ja schon. Und du suchst hier? Natürlich. Wo denn sonst? Naja, wenn dieser Jack Hummingbird wirklich so ein Lügner war, dann hat er dir doch sicher nicht die richtige Stelle verraten, an der sein Schatz vergraben liegt. Nein. Bei sowas würde mich der gute Jack doch nicht anlügen. Wo sollte er ihn auch sonst vergraben haben? Wenn, dann hat er wohl das Geheimnis mit ins Grab genommen. Tja. Wir haben heute noch Interessanteres vor. Das wäre nämlich auch schon das Rätselslösung gewesen. Gib mir mal den Kompass. Typ. Hey, du, wir haben hier was für dich. Schau doch mal. Aber das ist... Potz, Blitz und mein Klabautermann. Das ist der Kompass von Jack Hummingbird. Den muss ich haben. Das hört sich nach einem Geschäft an. Wir könnten dir den Kompass überlassen für, sagen wir... Wir schenken ihn dir natürlich. Hier, nimm. Was? Vielen Dank. Das vergesse ich dir nie. Aber... Der Kompass zeigt auf das, was ich am meisten begehre. Er zeigt eine Richtung an. Los geht's! Die Bar? Natürlich die Bar! Ein Drink ist wirklich das, was ich am meisten begehre. Bar-Affe! Einen Kiwi Royal, aber flott, mit Rosine. Warum hast du den so billig wegkommen lassen? Was wir alles hätten bekommen können. Aber Seville, gute Taten werden immer belohnt. Ich bin sicher, dass wir auch etwas davon haben. Wir werden höchstens arm, wenn du dauernd unsere Sachen weggibst. Tja, aber wir können jetzt den Metalldetektor mitnehmen. Damit kriegen wir den Schlüssel, damit haben wir schon mal die Fee als nächste Botschafterin. Die Frage ist, reden wir jetzt mit ihm? Es geht doch nichts über einen Kühlen. Ich habe keine Zeit. Ich muss meinen Kiwi Royal genießen. Wir haben heute noch Interessanteres vor. Muss sein Kiwi Royal genießen? Wieso denn bloß? Ja, das frage ich mich auch manchmal. Zurück. Achso, wir wollten noch die merkwürdige Lampe rubbeln. Und schrubbeln und strubbeln. Bis da was rauskommt. Mal kräftig rubbeln. Hey. Warum stört ihr mich während meines Urlaubs? Weil du eine hässliche Nase hast. Wer bist du denn? Das ist doch offensichtlich, du Schnellmerker. Ich bin Luftikus Sausewind.
oberster Gewerkschaftsvertreter der Geister und Elementare und damit deren natürliche Vertretung im Rat. Ah, wir suchen dich. Was macht denn deine Gewerkschaft so? Ah, unsere Gewerkschaft ist wunderbar. Wir vertreten die Rechte aller Chins, Geisterwesen und Elementare in ganz Ferianis. Wir sorgen für gute Arbeitsbedingungen, angenehme Arbeitszeiten, Mindestlohn. Also für alle Dinge, die die Wirtschaft zugrunde richten. So kann nur ein Arbeitgeber reden. In Wirklichkeit schafft das sogar mehr Arbeitsplätze. Aha, und warum? Weil halt. Ich bin im Urlaub. Darüber rede ich jetzt nicht. Ja, warum machst du hier Urlaub? Warum machst du hier Urlaub? Eigentlich mache ich selten Urlaub. Die Gewerkschaftssachen halten mich auf Trab. Aber dieser feine Basilius hat mir diese Reise spendiert. Basilius? Ja, genau. Sehr anständig von ihm. Erkläre mir auf deine Seite ziehen. Warum bist du als Gewerkschaftsvertreter im Rat? Was für eine lächerliche Frage. Seit Seville abgesetzt wurde, ist im neuen Gesetz verankert, dass jede Gewerkschaft in allen Aufsichtsräten vertreten sein muss. Es ist fantastisch. Man muss dafür noch nicht einmal Qualifikationen besitzen. Mir wird wieder klar, warum ich die Gewerkschaften immer unterdrückt habe. Ist das nicht Bestechung? Wenn dich dieser nichtsnutzige Basilius zu einer Reise einlädt, dann könnte man das doch als solche empfinden. Ach was. Auch als Gewerkschaftsvorstand darf man sich mal auf eine Reise einladen lassen. Da ist doch überhaupt nichts dabei. Aha, ihr seid nur gegen Bestechung, solange man nicht euch besticht, oder? Genau. Oh, Moment, wie war das? Aha. Los, los, du musst zur Abstimmung kommen. Ich mache gerade Urlaub. Ich werde mich hier nicht wegbewegen. Noch dieser. Ich habe dich aus der Lampe geholt. Dafür hat man doch 3 Wünsche frei, oder? Ach, Kleine. Das ist ewig her. Wir von der Gewerkschaft haben das schon lange abgeschafft, weil unsere Geister nur ausgebeutet wurden. Wir haben das Einwunschmaximum durchgesetzt und Wünsche werden jetzt nur noch vergeben, wenn der Chin in einem Duell besiegt wurde. Boah. Wie war das mit dem Duell? Wir Gewerkschaftler haben durchgesetzt, dass ein Chin in einem Duell besiegt werden muss. Wenn der Chin besiegt wird, dann erfüllt er einen einzigen Wunsch und keinen mehr. Ach so, und aus was besteht das Duell? Ich fordere dich zum Duell. Du? Ha! Du hast wahrscheinlich noch nicht mal ein passendes Deck. Ein was? Hier hast du ein Anfängerkartendeck. Oh je. Also los, Zeit für ein Duell. Aber ich kenne die Regeln doch gar nicht. Ist das mein Problem? Los jetzt. Meine Karten sind alle weiß und unbedruckt. Na und? Spiel endlich deine Karte. Beim Klabauter, Mann. Selten habe ich ein so gutes Gesamt. Ich spiele die Feuerkarte und damit gewinne ich. Dann spielen wir die andere weiße Karte. Ich spiele meine Wasserkarte. Sie besiegt die weiße Karte. Verdammt, dieses Spiel ist totaler Unsinn. Na gut, ich spiele meine letzte Karte. Ich spiele ebenfalls meine letzte Karte. Eis, auch sie besiegt die weiße Karte. Hey, das ist Wasser. Das ist ein Zähler. Damit habe ich nun vollständig gewonnen. Damit hast du leider keinen Wunsch frei. Was für ein Spiel soll das denn sein? Erklär mir gefälligst die Regeln. Warum sollte ich? Sieh es ein. Der Bessere hat gewonnen. Okay, also auf jeden Fall sind es die Symbole von Das lief hinten. Jetzt nicht so gut, oder? Bäh, unsinniges Kartenspiel. Welche Zeitverschwendung. Besser nicht. Gehen wir zu der merkwürdigen Tafel. Also wir kennen jetzt die Symbole hier. Eine Holztafel, die einen fingerwackelnden Affen zeigt. Das deutet wohl auf Feuer hin? Eine Holztafel mit einem frierenden Affen darauf. Eine Holztafel mit einem Affen, der die Arme in Wellenform bewegt. Hier sind Symbole für Feuer, Wasser und Eis in einem Kreis angeordnet. Eine gute Idee.
Aber einfach so hinterlassen die Symbole keinen Abdruck auf den Karten. Ich habe die Symbole grün eingefärbt. Das ist nett. Und jetzt aber. Wunderbar. Nun habe ich ein bedrucktes Kartendeck. Es geht zur Oase wieder noch. Aha. Hier sind Symbole für Feuer, Wasser und hier sind Symbole für... Okay. Jetzt probieren wir es doch mal. Achso, nee. Brauchen wir den Lappen nicht mehr, jetzt kommen sie in die Hand. Das war leicht. Warum stört ihr mich während meines Urlaubs? Wir wollen nicht nochmal hier... Hey, du hast mir die Regeln nicht erklärt. Na und? Ist das etwa meine Aufgabe? Versuch selbst dein Glück. Oder überfordert das dein bisschen Grips? Okay. Ich fordere dich zum Duell. Na dann los. Oho, du hast ja echte Karten. Gut, dass ich auch noch ein Ass im Ärmel habe. Nun gut, welche Karte nehme ich? Feuergebiet. Ja. Frisch gestärkt kann ich nachher mit der Flut zum Plündern auslaufen. Arr. Na los. Aha, verstehe. Ich spiele die Eiskarte. Und natürlich gewinne ich. Also, los! Spiel endlich! Nur die Ruhe. Mein Zug will wohl überlegt sein. Also, er hat noch das Wasser und das Feuer. Wir haben Feuer und Eis. Wir haben Feuer. Er hat Wasser und Feuer. Ich bin der glücklichste untote Pirat in ganz Ferianis. Wenn ich jetzt Feuer spiele, spielt er Wasser, dann hat er nur noch Feuer. Wenn wir Eis spielen, hat er auch nur noch Feuer. Das ist doch scheiße. Mein Untotsein hat endlich wieder einen Sinn. Arr. Aha, so. Ich spiele die Feuerkarte. Habt ihr den Affen und gesehen? Und natürlich gewinne ich. Was für ein schöner... Los, spiel endlich. Ich habe ohnehin nur noch eine Karte. Der Affe bescheißt. So ist das also. Ich spiele die Wasserkarte. Ich hab's genau gesehen. Und ne... Ha! Ich habe aber du musst nicht. Ha, du hast geschummelt. Ha! Du bist doch nur ein schlechter Verlierer. Ich glaube, den Dialog konnten wir noch nicht, aber jetzt haben wir aus dem Sinn weg. Das lief jetzt nicht so gut, oder? Bäh, unsinniges Kartenspiel. Welche Zeitverschwendung. Hier, komm, geh mal weg hier. Wer gefällt es auf zu betrügen? Das war wohl eher ein Nein. Hey, du betrügst ja! Du hast dem Djinn verraten, was wir für eine Karte gewählt haben. Das habe ich auch schon gesehen, aber dass ihr das sagt. Wunderbar! Ein Drink ist genau das Richtige. Ich nehme einen Coconut Dream. Na los. Wir Feuer spielen. Sagt ihr, dass ich Feuer hatte? So. Ja, das passt ja dann. Seville, der Affe kommt wohl zurück. Verdammt. Jetzt, wenn wir Feuer spielen, zeigt er Wasser an. Dann würde er Eis spielen, dann hätten wir gewonnen. Wenn wir Wasser spielen, zeigt er Feuer an. Dann würde er seiner. Auch Wasser spielen, das ist schwierig. Ich würde sagen, müssen die zwei noch vertauschen. Äußerst delikat. Also er zeigt ihm, wir hätten Wasser, wenn wir Feuer spielen. Daraufhin wird er Eis spielen, dann hätten wir gewonnen. Die muss noch da vertauscht werden, okay.
Wunderbar. Ein Drink ist genau das Richtige. Ich nehme ein. Ja, komm her. Das hat nichts gebracht. So, dann nochmal von vorn. So, so ist gut. Echt gut. Können wir gleich gegen den... Sibyl, der Affe kommt wohl zurück. Achso, ja, wir müssen das mal zurück hier. Wir gehen da mal. Jetzt muss es hinhauen. Also, jetzt sagte er, wir spielen Wasser und spielen Eisen, haben wir gewonnen. Warum stört er mich während meines Urlaubs? Wir wollen